Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in American Truck Simulator, hier in der neuen Staffel. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ganz zu Beginn kann ich zumindest schon mal zeigen, ich habe es jetzt hinbekommen, dass wir jetzt hier auch komplett die Verbindung haben. Heißt, wir können wirklich komplett in den Süden von Mexiko, also von Mittelamerika fahren. Ja, ne, eine Menge Möglichkeiten werden wir jetzt hier haben. Wir werden natürlich erst noch mal nicht dorthin kommen, das ist natürlich auch klar. Aber die Maps sind zumindest jetzt in der richtigen Reihenfolge. Deswegen auch zu Beginn, wenn ihr wollt, dass ich, was weiß ich, beispielsweise hier, wir haben ein bisschen Kanada, wenn ich noch weitere Maps hinzufüge, beispielsweise wenn die Alaskan, oder was war es, wenn, ich glaube, es gibt noch eine Alaska-Map. Und eine Ice Road oder sowas in der Art, ich glaube Ice Road Map, und ich glaube auch sogar Australien gibt es auch. Falls ich die dann hinzufügen soll, dann sagt mir gerne Bescheid auch, ob ich jetzt irgendwie trotzdem noch die Coast-to-Coast Map rein integrieren soll oder die Canada Dream zusätzlich zur Pro Mods Canada. Dann schreibt das gerne in die Kommentare, ebenfalls wie zusätzliche Mods. Die Mods, die wir aktuell drin haben, seht ihr immer in der. Okay, was ist aktuell? Die aktuellsten Mods findet ihr immer in der Videobeschreibung. Das muss nicht unbedingt heißen, dass genau bei dem Video dann. Wie heißt noch? Dass dann halt in dem Video halt genau dann die Mods sind. Das kann natürlich sein, wenn sich das ändert. Also es wird halt immer nur die neueste Version quasi angezeigt im Google, vom Google Docs Dokument und so weiter und so fort. Wir schauen einfach mal nach, welcher Auftrag jetzt hier der beste ist, ob es immer noch derselbe ist wie zuvor. 6.839 Dollar ist so das Beste, deswegen würde ich sagen, fahren wir Düngemittel, 36.960 Pfund von Montrose, Colorado nach Salina, Utah. Von der Farmers Bahn nach Dole. Wir bekommen dafür 6.839 Dollar. Wir brauchen ja, ne, ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen, glaube ich, 119.000, wenn ich mich recht entsinne, um den eigenen ersten eigenen Truck uns kaufen zu können. Genau, wie gesagt, wenn ihr halt Mod-Vorschläge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Bei den Maps schaue ich selber auch ordentlich nach. Bei interessant, dass Instagram mittlerweile gar nicht mehr nachlädt. Und bei Trucks, Truck Mods und so weiter und was es nicht sonst alles gibt, schaue ich auch ab und zu nach. Allerdings, wenn ihr da was Besonderes habt und was sehen wollt, wie gesagt, dann schreibt mir es in die Kommentare und dann schaue ich mir die Mod an und dann könnte es durchaus sein, dass wir dann in der nächsten Folge, die ich dann aufnehme, dass wir dann auch dort unterwegs sind. So, ich hoffe, ich habe jetzt keine weiteren Mods verschoben, bis auf eben die genannten. Leckert halt immer so ein bisschen rein am Anfang. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwie halt die anderen Mods noch so ein bisschen da in der Reihenfolge was mache. Dann fahren wir jetzt auch mit dem Mac, den wir auch priorisiert haben. Alles klar. Geht ja schon mal gut los. Genau. Ah ja, schon wenn man die aktualisierte und eine aktualisierte Version und eine zusätzliche Funktion noch mit rein. Hoppala. Noch zusätzliche Stimmenvariationen von der Standardstimme. Den wollen wir mal. Und halt auch Soundfix und so weiter. Und diverse Mods hier mit drin. Wenn das weiterhin so laggy ist hier mit dieser Graphic Mod, dann schaue ich mich vielleicht noch in einer anderen um.
falls es an der liegt. Das müsste man dann halt mal testen. Oh Gott. Kann halt aber auch an den Maps selbst liegen, ne? Weil es halt so viele Maps sind. Aber falls ihr auch mal eine Map sehen wollt, die wir dann irgendwie Multiplayer fahren, dann schreibt es mir auch gerne. Oh Gott. Können wir es auch gerne machen. Okay, wir sind ein bisschen drüber. Ja, es ist echt am Lecken, ne? Es ist echt am Lecken. Wie gesagt, wir sind jetzt ja immer noch in der ersten Woche so gesehen. Oder wir sind jetzt noch mit in der ersten Woche vom Start dieser neuen Staffel. Das heißt, es wird weiterhin täglich ein Video geben. Bis einschließlich Sonntag. Und danach geht es halt regulär weiter, dass es halt einmal wöchentlich kommt, ein Video. Zumindest laut aktuellem Plan. Oh, ist das neu? Das ist ja neu. Nee, okay, das ist halt einfach nur normal. Warum hat gerade das Nachrichtensymbol geblinkt? Penner. Wir haben 247 ganze Meilen da hinten noch. Wir fahren jetzt aber erstmal über bekannte Wege, soweit ich mich erinnere. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Das Schöne ist, die Karte, die lädt relativ zügig. Genau. Ab hier beginnt es dann erst so, dass es wirklich stark bebaut wird und so weiter und so fort. Dann halt auch hier oben. Nee, oben nicht so wirklich viel, aber Washington eventuell. Weiß es nicht. Aber auf alle Fälle hier unten natürlich Richtung Mexiko und so weiter. Bin ich auch sehr gespannt, wie das da dargestellt ist. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was für ein. Das müsste ich eigentlich bei den schnellen Aufträgen mich mal angewöhnen, dass ich gucke, was für einen genauen Truck wir fahren. Machen wir es mal hier on the fly. Das kann man hier nochmal sehen, soweit ich mich erinnere. Oder auch nicht. Never mind. Wir fahren dunkelmittel, aber das war ja sowieso schon von vornherein klar. Da gucken wir uns am Ende der Folge dann, oder nachdem wir die Fracht ausgeliefert haben, schauen wir dann nach, was für eine E-Mail wir haben, und dann gucken wir auch natürlich schon mal nach, was wir denn morgen fahren werden. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich erstmal alle Folgen hier aufnehme und für diese Woche und danach vielleicht auch noch die Woche darauf auch schon mal im Voraus aufnehme und ansonsten halt danach erst gucke, ob ich dann irgendwie an dem Mod noch ein bisschen was ändern kann, dass die Reihenfolge verändert werden kann, sodass es dann ein bisschen besser ist. Also durch Grand Junction durch, wie es mir scheint. Go straight. Noch dürfen, okay, wir dürfen noch 35 Miles per Hour. Ich kann sagen, noch dürfen wir 45. Dürfen wir gleich wieder fahren. Bleiben einfach mit dem Tempomat bei 35 Miles per Hour. Ja, wie gesagt, kann so gut sein, dass ich halt noch ein bisschen was in der Prio von den Mods ändern muss, damit das halt nicht ganz so hier rumleckt ab und zu. Aber an den Map-Mod selbst kann es mittlerweile eigentlich nicht mehr liegen, dass sie halt in der verkehrten Reihenfolge sind. Das habe ich jetzt alles genug gegengeprüft, das lübt alles.
Vorne ist erstmal schon Probleme. Wie gesagt, das müssen wir halt dann so zwischen den Folgen einmal testen. Schön, dass es da vorne überhaupt nicht vorangeht gerade. Dann rollen wir mal kurz ein bisschen vor, weit geht's ja nicht. Mensch, ist hier viel los. Kriegen wir die Ampel noch? Ich bezweifle das irgendwie. Ah, okay, doch. Halten wir uns auch schon mal direkt rechts. Mit unserem Double Trailer. Und wie gesagt, wir werden das halt dann so machen, dass wir halt die ersten 25 Folgen einfach stinknormal halt den besten Auftrag, den bestbezahltesten Auftrag für die auf der ersten Seite fahren und ja, nach Folge 25 so gesehen, Folge, weil das 26. Video dann hier gibt, wird dann der Beginn wieder einer Eventwoche sein und ich hoffe ich werde im Laufe der Zeit, also im Laufe der ersten Woche jetzt, jetzt gerade läuft. Ich hoffe, ich werde es im Laufe dieser Woche schaffen, dass ich auch eine komplette American Truck Simulator Playlist erstelle. Da muss ich mich langsam ranhalten, bevor ich dann wieder zu viele Videos von American Truck Simulator rausgebracht habe. Damit jeder von euch, der sehr gerne alle Videos von American Truck Simulator sich anschauen möchte von mir, dass der die halt einfach komplett in einer einzigen Playlist findet und ich irgendwie suchen muss auf dem Kanal. Ah, ich finde es nice mit den Stadtdurchfahrten, das ist einfach cool. Aber nur weil jetzt die Staffel begonnen hat, heißt es natürlich nicht, dass wir jetzt gar keine Streams mehr, oder dass ich keine Streams mehr in American Truck Simulator mache oder in Euro Truck Simulator 2. Die wird es natürlich auch weiterhin geben. Wie viel haben wir nochmal? Wie viel Pfund? 36.960 Pfund. Das ist Selina. Haben wir ihn schon überholt? Okay, der will eher biegen. Dann passt das ja. Ja, ganz ruhig. Stay left and then exit left. Ja. Da konnten wir es nicht mehr halten. Da werden wir eh rübergerollt, dann. Konnten wir das Ganze dann auch mit mehr Tempo machen. Das hätten wir nämlich nicht mehr geschafft. Da noch zum Stehen zu kommen. Zumindest nicht, dass ich wüsste, dann fahren wir jetzt über die Interstate 70. 214 Meilen haben wir noch, wir dürfen jetzt 70 Miles per Hour fahren. Ich weiß gar nicht, ob es auf den Trailern, auf den US-amerikanischen Trailern, ob dort Geschwindigkeitsbegrenzungen wie draufstehen. Zumindest nicht auf dem. Man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch diverse Trailer und Cargo-Packs hier mit drin. Also eigentlich nur zwei Stück. Wie gesagt, die militärischen, die werden wir erst machen, wenn wir eine Bewertung von 10,0 haben. Weil das ja die heiklen Aufträge sind. Davor werden wir die halt konsequent ignorieren. Oder werde ich versuchen, die Konsequenz zu ignorieren. Oha, erstmal schön alles hier nachladen.
Das ist ja wie eine Stockholm hier. Aber ist hier doch gar nichts. Das kann auch wiederum an den KI-Mods kann das halt liegen, ne? Vielleicht. Dass hier auch so auf so unbebautem Land so crazy am Laggen ist. Wäre zumindest mein Guess, ohne es besser zu wissen, aber wir haben sogar eine Rest Area, das ist ja auch gut zu wissen, dass wir auch eventuell bei den Wagen halten können. Ich habe gesagt, wir führen 73.733 Pfund, vielen Dank für Ihre Kooperation und gute Fahrt. Aber mal schauen. Das wird sich hoffentlich irgendwann auch alles legen. Vielleicht kann man das sogar wirklich beheben und ich finde den Fehler so gesehen. Mal schauen, werden wir dann alles sehen in Zukunft. Danke fürs Reinlassen. Aber schon, wir fahren ja nach Colorado, da war ja was. Ne, wir fahren nach Utah, nevermind. Ich wollte schon gerade sagen, fahren wir nicht in Colorado los? Wir fahren nach Salina in Utah. Da stand, da war nur gerade das Schild, dass wir Colorado verlassen. Crossing border, entering Utah. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein Level aussteigen. Das heißt, wir können dann im nächsten Video können wir dann auch längere Touren fahren. Dann werden wir wahrscheinlich auch, ja, je mehr wir fahren, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, vor allem je mehr und je weiter wir fahren, desto wahrscheinlicher ist es dann natürlich, dass wir auch Richtung Kalifornien, kommen wir jetzt auf Kalifornien, Richtung Kanada kommen, wo dann höchstwahrscheinlich es kalt sein wird, zumindest habe ich ja den Frosty Mod für Pro Mods Kanada mit drin. Ich vermute mal, dass es halt dann dort frostig ist. Ich werde es auch ungefähr so lange machen, wie es halt auch in Realität ist. Halt aufnahmemäßig, wenn ich jetzt irgendwie 5 Videos noch voraufgenommen habe, bevor wo schon kein Schnee mehr liegt oder es nicht mehr frostig ist in Kanada, dann ist es halt so und es ist halt bei uns noch 5 Wochen oder so länger. So frostig. So, Cruise Control auf 81 Miles Power. Oh, das spawnt erstmal hier ein langer Zug. Na, vielleicht müssen wir die Priorität noch geringer machen, was das betrifft. Aber hier haben wir auch viele lange Züge. Wenn der jetzt nicht so komisch gespawnt wäre, wäre es natürlich geiler gewesen. Aber wie wir sehen, haben wir längere Züge und ich glaube, ich muss halt an der Mod dann auch nochmal was basteln. Vielleicht mache ich es dann doch nochmal zwischen dieser Folge und der nächsten Folge, ob ich die ein bisschen nach unten priorisiere. Oder weiter nach oben, also das ist halt die Frage, ne? Schauen wir mal. Wir haben ja auch einen Retarder drin, das ist schon mal gut zu wissen. In diesem Geschmack zu wollen, das den wir jetzt ja ausgeliehen haben. Ich schaue auch mal, ob ich nochmal für... Ich gucke einfach mal, ich habe keine einfach mal einen Mod reinpacken, der auch Europa ein bisschen frostiger wirken lässt.
Vielleicht funktioniert er ja, obwohl er eigentlich nicht funktionieren dürfte oder obwohl es eigentlich hier, ja, obwohl er nicht funktionieren dürfte, trifft es am besten. Weil es soll angeblich nicht funktionieren, auch zu Problemen führen, deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht, weil ich irgendeinen Mod da einfach mal reingeballert habe, der die Season Change in Euro Truck Simulator 2, weil es halt sowohl für die Brutal Weather Mod als auch für die Southern Region Map wohl nicht so kompatibel sein soll. Deswegen habe ich es einfach mal sein gelassen. Aber da schauen wir dann einfach mal nach, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, da muss jetzt hier hochkämpfen. Anderen. War das ein Peterbilt? Oder Kenworth, könnte auch ein Kenworth sein. Jetzt haben wir jetzt gerade ein Spiel, gucken wir so ein bisschen. Ich habe eine Steam-Benachrichtigung, so ist die Benachricht. Entweder von On The Truck Discussion Forum oder I don't know. Werde ich mir dann wieder zwischen den Folgen mal angucken. So prüfen, während ich dann die Mods hier so ein bisschen herumschiebe. Ja, ich werde die Improved Trains Mod und halt dementsprechend auch die für ProMods Canada ein bisschen nach oben verschieben, dass die Priorität ein bisschen höher ist. Und wir dürfen sogar jetzt wieder beschleunigen auf 80 Miles per Hour. Es geht mittlerweile, die Sonne geht mittlerweile unter, das heißt, wir werden wahrscheinlich die nächste Fahrt wird dann eine Nachtfahrt werden. Diesmal eine coolere Vorbeifahrt? Ja. Doch schon. Ist schon schön. Wir sind auch bald wieder bei den 81 Miles per Hour angelangt. Aber wir müssen jetzt ja auch hier raus. Wir sind ja schon kurz vor Selina. Wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen nach Dole, genau. Ich weiß gar nicht, was Dole repräsentieren jetzt soll. Also was... welchen Platz Dole quasi gerade einnimmt. Jetzt wird da vorne wieder so leicht geschlichen. Okay, wir müssen doch noch gar nicht abbiegen, aber wir haben auch nur noch 34 Meilen bis Selina. Und ich denke mal, Dole könnte eventuell Selgot sein oder so. Aber ne, wir hatten ja auch vorher Selgots, ne? Wir hatten auch vorher Selgots. Weiß ich nicht, was Dole repräsentieren soll. Wir haben halt immer noch Selgots und wir haben immer noch Fort to Print. Also manche Firmen existieren immer noch so, wie sie vorher existierten. Wir bleiben mal trotzdem bei den 65 Miles per Hour. Die Sonne geht da schön unter, dann müssen wir die nächste Ausfahrt. Das ist unsere. Dann verlassen wir die Interstate 70. Okay, auch bei dem Mac-Navi sieht man, in welche Richtung man fährt. Wir fahren gerade Richtung Osten. Das finde ich auch nice. Oder ist es... wir fahren Richtung Westen. Jetzt fahren wir Richtung Südwesten. Ich habe... M17E, okay. Also 17 ist ja der Gang, aber was jetzt M bedeuten soll und was E bedeuten soll. Jetzt haben wir die Engine Brake, die ist gerade off, jetzt ist er an. Auch nice, oh ich habe vergessen. Oh, ist aber ein toller Sonnenuntergang, oder? Was sagt ihr zum Sonnenuntergang hier mit der Mod? Mit der Graphic Mod? Hat was, ne? Ah, gefällt mir schon gut.
schon mal das Licht anmachen. Erst auch mal in Serena. Wahnsinn, dieses Orange. Jetzt haben wir einen Western-Star-Händler. Eventuell packe ich nochmal so einen Realistic Truck Light rein. So ein Realistic Truck Light Mod. Schauen wir mal. Und dann können wir jetzt hier gleich gucken, was Dole repräsentieren soll, was Dole ersetzt hat für eine Firma. Dole repräsentiert Sunrise Crops, I guess. Sieht zumindest so aus. Aber hier, das ergibt ja auch Sinn, ne? Dass wir jetzt hier zu Sunshine Crops, oder zumindest zu einer Farm. Ich denke mal, es wird Sunshine Crops sein. Wir dort Düngemittel hin transportieren, dann was sollen wir machen? Was war das nochmal? Okay, einfach abkoppeln. Dann koppeln wir mal hier ab im schönen Sonnenuntergang mit dem schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Wir kassieren die $6,900 oder sowas um den Dreh. Ausgezeichnete Düngemittel von Montrose nach Selena geliefert. Gefahrenstrecke 247 Meilen. Dauer 4 Stunden 33, wir haben 52 Gallonen verbraucht. Wir bekommen $6,839 dafür und 424 Erfahrungspunkte, sind jetzt auf Level 2 hochgestiegen. Gehen jetzt auf Fernfahrten, sprich eine Fähigkeit zu Fernfahrten legt die maximale Entfernung fest, die du im Dienst bewältigen kannst. Anfangs übersteigen Angebote Fahrten keine 250 Meilen. Mit jedem höheren Rang ereignest du dich für längere Strecken. Rang 1, Lieferung bis zu 400 Meilen. Ein Einstieg um 150 Meilen plus 5% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 Meilen und plus 25% Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250 Meilen. Und das Einzige, was sich erhöht bei den weiteren Rängen, ist die Vergütung. Wenden wir das Ganze an. Und wir haben jetzt zwei Mails. Ich habe das Gefühl, ich habe noch was vergessen gehabt. Nee. Genau. E-Mails haben wir jetzt sogar zwei Stück. Selbstständige Fahrer gesucht vom Walmart in Montrose. Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu $11,700 pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Montrose. Walmart, Montrose. Und vom Disponenten bekommen wir eine Mail noch mit Spezialtransporten. Hallo Chef, ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindungen sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern einen Transport durch einen, der sein Fach wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach gewissen Fertigkeiten. Aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleiterzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse schauen Sie einfach mal in diesen Städten vorbei. San Rafael in Kalifornien und 300.000 andere Städte. Auch Städte in Mexiko. Ja, jede Menge Städte sind mit dabei. Genau, ich spiele dann gleich nochmal kurz so ein bisschen an den Mod von dem Improved Train Mod und wir schauen uns noch mal an, wohin die Reise im morgigen Video höchstwahrscheinlich gehen wird. Was haben wir denn hier?
Der beste Auftrag von der ersten Seite wäre dann Dynamit von Selena von EP Mineral, Selena nach Moab. Kurze Strecke, nur 182 Meilen. Dafür bekommen wir dafür 9.109 Dollar und wir benötigen halt dementsprechend, wir sind ungefähr 100.000 Dollar entfernt von unserem eigenen LKW. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator 2 Video wieder, was morgen erscheint. Ansonsten, sofern ich dran denke, wenn das nächste Video draußen ist, klickt doch einfach jetzt oben, also wenn das nächste Video rausgekommen jetzt wäre, ne, dann könntest du jetzt oben rechts hier auf das i klicken und dann würdest du dort die nächste Folge sehen. In dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.